Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Jetzt müssen wir uns das noch ein bisschen auf dem Papier anschauen. Da zeige ich noch zwei, drei Sachen. Und dann müsst ihr mal eure Köpfe ein bisschen anstrengen. Vielleicht rauchen sie dann hinterher, aber das schaffen wir schon gemeinsam. Okay? Also, das geht also. Wie schreibt man solche Beispiele eigentlich an? Als erstes notiert man sich, was ist die Grundmenge? Meistens ist es gegeben. Jetzt steht da, Grundmenge ist n. Und an dem Zeichen erkennen wir schon, das sind die natürlichen Zahlen. Das heißt, die kann alles Mögliche einsetzen, solange es eine natürliche Zahl ist. Könnt ihr euch noch erinnern? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, bis unendlich. Dann steht da eben zum Beispiel 12 plus x ist 20. So, was muss ich denn da einsetzen, damit das stimmt? Das sieht man natürlich sofort, gell? Wenn ich von 20 jetzt 12 abziehe, dann kommt 8 heraus, gell? Also, x ist gleich 8. Das ist jetzt einmal die erste Vermutung, die ich da habe. Ich muss auf jeden Fall eine Probe machen. Da setze ich dann für x gleich 8 ein, nämlich da. Also, ich schreibe das ab, 12 ist bekannt, plus, und statt dem x schreibe jetzt das 8 daher. Ist gleich 20. Jetzt habe ich da zwei Seiten von der Gleichung, links und rechts. Die linke Seite können wir ausrechnen, 12 plus 8, also wer das jetzt nicht schafft, ist 20. Dann kommt das Ist-Gleichzeichen und auf der rechten Seite steht 20. Und wenn wir jetzt da lesen, 20 ist gleich 20, dann machen wir da immer so ein W, A hin. Das steht für wahre Aussage. Und damit haben wir jetzt eine Lösungsmenge. Könnt ihr euch noch erinnern, die geschwungenen Klammern? Unsere Lösungsmenge ist es 8. So laufen die Beispiele alle ab. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich auch grafisch lösen, also zeichnerisch. Wir könnten sowas ausschauen. Auch nicht so schwer. Ich weiß ja, zum Beispiel, da zeichne mir eine Strecke. Die fange ich da an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das geht also von da bis da. Das ist 20. Also die rechte Seite. Und auf der linken Seite steht 12. Na, dann mache ich mir halt einmal 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist 12. Und wenn ich zu die 12 was Unbekanntes dazu zähle, dann muss das gleich lang sein. Gell, das ist das x. 12 plus x ist gleich wie die 20. Also das kann ich jetzt einfach abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt genau das gleiche aus wie da. Und ich sehe, dass da der Anfang gleich ist wie das Ende. So schaut das Ganze grafisch aus.